Do you feel the pressure? Hallo Freunde und willkommen. Ja, und zwar heute werde ich euch zeigen, wie wir uns einen Ordner unter Windows erstellen können, der sozusagen unlöschbar ist. Der Trick dabei ist, wir benutzen einfach einen Namen, der ja ein sogenannter reservierter Name. Das sind bestimmte Keywords hier, die unter Windows reserviert sind, wie zum Beispiel AUX. Ja, wenn wir jetzt einen Ordner erstellen und AUX nennen möchten, das funktioniert nicht. Jedenfalls nicht so einfach. Okay, oder genauso wie LPT1 meinetwegen. Und noch so ein paar Keywords. Ja, der Trick dabei ist, wie gesagt, wir erstellen uns einen neuen Ordner und geben ihm so einen sogenannten reservierten Namen. Dazu rufen wir uns hier eine Eingabeaufforderung Fenster auf, die Kommandoline, und am besten ja unter C wird. Ja, das ist immer schlecht. Ich gehe mal auf G, das ist jetzt ein USB-Stick hier. Genau, das ist jetzt eine Speicherkarte. Ja, wir wechseln einfach auf eine andere Partition, eine beliebige Buchstaben, die es bei euch da gibt. Ich bin jetzt hier auf Laufwerk G und hier erstelle ich mir einfach Make Directory, zum Beispiel LPT1 //. Und schon haben wir uns jetzt einen Ordner erstellt hier, der LPT1 heißt. Der ist jetzt hier auf G. Da ist er, ja. Und wenn wir jetzt den versuchen so zu erstellen, dann zum Beispiel LPT2, dann wird das nicht funktionieren, ja. So, wenn wir jetzt diesen Ordner hier versuchen zu löschen, dann wird das nicht funktionieren. Ihr seht, der Ordner ist noch da, da passiert gar nichts. Wir können nochmal mit Zack oder ja. Das war es eigentlich, der Trick. Es gibt dann noch ein paar Namen, die man da benutzen kann. Ach so, ja. Vielleicht, wenn man das wieder löschen möchte, das geht jetzt so nicht. Wie gesagt, das war jetzt der Sinn der Sache. Wenn wir hier auf Löschen, dann funktioniert das so nicht. Sollten wir das doch wieder löschen wollen, dann müssen wir wieder hier über die Eingabeaufforderung Fenster hier. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf unsere Laufwerk wieder hingehen, ich bin jetzt schon da, einfach mit Remove Directory LPT1 //. Und schon ist der weg, der Ordner, denke ich. Ja. Da ist er. Ne, das war was anderes. Das war hier. Genau, der ist jetzt weg. Ja, das war es eigentlich alles. Das ist ja ein einfacher Trick, der auch ziemlich alt ist. Aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Mal. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder ähnliches habt, einfach einen Kommentar hinterlassen.